Da muss dann aber leider dieses arme kleine Bäumchen hier weichen. So. Hängt der irgendwo an einem anderen Baum dran? Nö. Ja, also wie gesagt, das sind halt so die Dinge, über die ich mir Gedanken mache, weswegen ich halt noch so zögere, eine Facecam einzuführen. Weil ich da einfach Konsequenzen sehe. Wenn man sowas macht, dann gibt es halt Konsequenzen. Mach mir da vielleicht auch einfach zu sehr Sorgen. Also ich hatte neulich auch drüber nachgedacht, eben zu streamen, eine Facecam zu nutzen, so. Also ich habe auch hinter mir schon angefangen, Platz zu schaffen, damit ich einen Greenscreen halt aufbauen kann, weil mein Zimmer halt immer noch aussieht wie Sau. Aber ich mache mir trotzdem permanent Gedanken über die Facecam. Ich will's machen, aber wie gesagt, ich sehe damit auch Dinge verbunden, über die ich mir noch nicht ganz klar bin. Wer das eine will, muss mit dem anderen leben. Klar, man kann versuchen, ins Geheim zu halten, aber Menschen sind nun mal scheiße. Einige gönnen den Ruhm, also nicht, andere sind damit fein. Ja. Also ich habe auch schon, so doof es klingt, genug negative Erfahrungen mit Menschen gemacht. Dass ich da auch so ein bisschen gebrannt bin und mir einfach nochmal zusätzlich Sorgen mache, was Menschen tun. Weil du halt auch wegen der dümmsten Nichtigkeit angegangen werden kannst. Und das aus egal welcher Richtung. Ne? Auch Menschen, die sagen, die sind so super tolerant. Toleranz hat halt auch ihre Grenzen, wie man manchmal merkt. Ich bin tolerant, aber... wie weit... Oh. Gut, ich muss wieder zu meinen Viechern zurück. Ich bin halt immer noch am Überlegen, wo ich jetzt irgendwie eine Sperre einbaue, dass mir eben keine Monster die Straße lang in mein Dorf rennen. Das ist bei den Filmstars nicht anders, ja. Noch da denke ich mir so, man muss deren Privatleben nicht komplett in die Öffentlichkeit ziehen. Oder dass sich immer wieder gewundert wird, so bei Leuten, wenn die ihr Privatleben geheim halten und da auch böse werden teilweise, wenn man die belästigt. Wo ich mir denke, ja, weißt du, das ist deren Privatleben. Nur weil die in der Öffentlichkeit stehen, heißt es nicht, dass jeder Furz von denen öffentlich sein muss. Was die meisten vergessen, sind auch nur Menschen, ja. Das ist es eben. Es sind nur Menschen, die halt irgendwas Cooles getan haben, wofür sie gefeiert werden. Ja, gut. Und die halt auch vielleicht ein bisschen mehr Geld haben als andere. Na, aber es sind Menschen. Aber dadurch, dass sie so in der Öffentlichkeit gezerrt werden, können sie selber eigentlich nicht mehr Mensch sein, teilweise. Ja, halt. Ich muss mir wieder den Wecker stellen. So, starten.
Wir sind bei 1,27. Eine halbe Stunde könnte ich noch machen. Eine halbe Stunde könnte ich noch machen. Ich muss nachher leider in ein Seminar weiter. So. Ich meine, wenn Gronk vor mir stehen würde, würde ich ihn auch wie jeden anderen behandeln und vielleicht mal so Hi oder so sagen, je nach Situation. Ja. So, ich packe jetzt erstmal alles ab. Gut, vielleicht auch werde ich dann doch auch gleich mal anfangen, Fackeln ein bisschen geschickter zu verteilen, beziehungsweise auch Glowstone. Das hier ist ja so eine internationale Handelsstraße quasi. Ups. Wie, der geht jetzt hochkant. Was ist das denn für ein weirdes Ding? Ja, hier diese internationale Straße, die mache ich halt mit Steinbelag und versenke die nicht im Boden. Weil ich das irgendwie mit diesem Belag ganz cool finde. Weil die Straßen im Dorf selber, die bleiben weiterhin bei eingelassen. Ups. Ach, Gras ist auch so eine Kotze, ne? Versaut mir immer die Arbeit. Musst du gleich zur Schule? Nee, Uni. Online-Uni. Hab um 4:45 ein Seminar. Ich muss selber nichts tun, außer mit Kamera dann dabei sein und einem Referat zuhören. Aber wir haben Anwesenheitspflicht und boah, deswegen muss ich halt da sein, ne? Meine Laune ist halt so, ja, ne. Von mir aus müsste ich nicht dabei sein. Also die klassischen Seminare mit Anwesenheitspflicht und Referaten finde ich auch irgendwie stumpf. Ist halt nicht so mein Ding. Ich habe auch noch ein Seminar des... Hallöchen. Pointed Dripstone. Und ich habe keine Emeralds dabei. Mit dem Tropfstein kann man sich eine Lava-Farm machen. Ich will Tropfstein haben. Bleib hier! Ich hab Geld für dich! Das ist nochmal Sand. Allium. Potzol. Warte mal, Potzol, kann man das sich nicht craften? Ich hab gesehen, du hast noch was geschrieben. Ich antworte gleich drauf. Potzol. Eine Variante von Erde. Bildet neben Grasblöcken und grober Erde den Bodenbelag in Riesenbaumteige, so Bambusdschungeln. Wächst eine Riesenfichte, wird der Untergrund um den Baum herum durch Potzol ersetzt. Okay. Wie auf Myzel kann man Pilze unabhängig des Lichtlevels platzieren. Das ist interessant. Breiten sich Pilze auch auf Potzol unabhängig vom Licht aus, weil dann kann ich damit tatsächlich eine Pilzfarm machen. Okay. Auf Potzol und Myzel wachsen Pilze allerdings auch beim höheren Lichtlevel und wie bei Tageslicht. Gut. Und Allium. Was ist Allium? Blume. Wow. Alli.
Gibt's hier Typen? Flieder oder Zierlauch. Und lass mich raten, Flieder ist Allium. Das sieht zumindest so aus. Flieder. Lilac. Warum übersetze ich nicht eigentlich Allium Lauch? Okay, Zierlauch. Siehst du? Ah, ich muss den Chat wieder in den Vordergrund schmeißen. Menschen, Hi sagen, musst du da jetzt. Warum ist die nicht in LGBTQA+ Farben? Diskriminierst die anderen Geschlechter. Ja, genau das. Aha. Zierlauch. Zierlauch wächst auch überall, oder? Okay. So. Ja, genau diese Unterstellung. Und du hast nicht an alles und jeden gedacht. Du diskriminierst. Da verstehe ich auch, warum manche Leute einfach auf manchen Scheiß keinen Bock mehr haben. Weißt du, manchmal hat man keinen Bock mehr, irgendwo drauf Rücksicht zu nehmen, weil es immer jemanden gibt, der sich beschwert. Weißt du, tust dein Bestes, um auf Menschen Rücksicht zu nehmen. Hat sich jetzt den Wecker gestellt oder nicht? Doch. Du tust dein Bestes, um Rücksicht zu nehmen. Und dann heißt es, du diskriminierst. Wow, ganz großes Kino. Anzeige an WWF ist raus. Du musst aber mehr tun. Ja, genau das. Was? Ich kann mir immer noch keine Dingens kaufen. Warum ist der Zaun nicht pink? Weißt du, dann machst du einen pink. Um auf die eine hinzuweisen, dann heißt es ja, nee, pink darfst du nicht machen, weil das diskriminiert. Das ist halt auch so eine Thematik, auf die ich langsam keinen Bock mehr habe. Weil aus allen Bereichen regen sich da Menschen auf. Und ich finde das, dass ich da so bei diesen Thematiken mit Toleranz und Anerkennung und allem, dass sich da so viel aufgeregt wird, dass das eigentlich schon wieder ins Negative umschlägt. Ich habe die Befürchtung, dass eben diese ganze Aufgerege über da hast du nicht dran gedacht, du bist böse, dass genau das ganz schwierig ist, weil ich befürchte, dass es eben echt hart ins Gegenteil dann umschlagen kann von der Stimmung her. Dass manche Menschen dann einfach kategorisch dagegen sind, weil denen halt so hart auf den Sack gegangen wurde, dass sie einfach keinen Bock mehr haben. Das ist meine große Sorge. Weil ich kenne auch Leute, die auf diese Thematik keinen Bock mehr haben und auch langsam in das kategorische Gegenteil umschlagen. Und das ist halt auch so, ja, so dieser Grundgedanke der Toleranz, der ist wichtig, der ist ja auch für mich wichtig, aber die Community ist auch da teilweise echt toxisch. Und auch teilweise echt ganz schön selbstverherrlichend. Wie gesagt, es ist halt auch nicht jeder, ne? Es sind halt so einige Beispiele. Tendenziell auch einige wenige Beispiele. Die aber am lautesten schreien. Ach, jetzt sind wir wieder schuld. Dich trifft natürlich wieder keine Schuld. Ja, genau sowas. Wie gesagt, ich finde die Grundbewegung super wichtig. Ich weiß selber, was Diskriminierung ist.
durch meinen Autismus. Und ich wurde halt nie diskriminiert im Sinne von, du bist Autist, ich hasse dich jetzt, sondern eher so, ja, aber du hast doch keinen Autismus oder du kannst es doch. Warum sollte man dann überhaupt Rücksicht nehmen auf dich? Du hast doch keine Nachteile. Hm, doch. Hm, was wollte ich hier? Ich wollte ja gar nichts, ich wollte mir Slaps machen. Hm, so. Nee, so. Meine Güte. Wäre schon ganz närrisch hier. So, zack. Okay. Komplett abgehoben hast. 24.000 Zuschauer, 12.000 schreiben in den Chat andere Nachrichten. Liest du vor, aber meine Nachricht nicht. Du bist so abgehoben. Ja. Auch das. Oder Leute, die als Streamern so ein bisschen auf den Sack gehen mit ihren Nachrichten, weil nicht sofort drauf geantwortet wird. Oder der Streamer sich so sagt, hm, ist jetzt nicht so relevant. Also auch bei diesem Influencer-Ding, da habe ich teilweise einfach das Gefühl, dass Leute sehr nach Anerkennung heischen. Beachte mich, definiere mich, liebe mich. Deswegen bin ich ja so ein ganz großer Gegner von Instagram und dieser Selbstprofilierung. So, heutzutage will jeder was ganz Besonderes sein. Ach, scheiße. Jetzt muss ich hier irgendwie hochkommen. Wo ist mein Wassereimer? Da. Meine Straße ist nur 5 Felder breit? Ich dachte, die ist 6 Felder breit. Oh. Antworte doch mal. Hast du meine Nachricht gelesen? Nö. Habe ich nicht. Gebe ich zu. Stehe ich zu. Oder setze ich wohl eher. Ich sitze hier gerade ganz bequem in meinem Bürostuhl und tue nichts. Mache ja keine Arbeit. Ganz großes Problem. Ich wollte nämlich nie, dass diese Straße hier, dass diese Straße hier zu einer Brücke wird. Und am Ende dann den großen Ozean überspannt. Die sollte ja theoretisch außen rum führen. Das ginge dann theoretisch hier lang. Schwimme ich jetzt richtig? Ja, gut. Warum wurde ich gebannt? Hab doch nur 24 Mal eine Nachricht geschrieben und der Streamer hat in den Chat geschaut. Warum antwortet er mir nicht? Wurde so unrecht gebannt, so erstmal auf den sozialen Medien Kampfkartoffel angreifen, weil seine Mods mich wegen nichts gebannt haben. Hm. Ich glaube, hier hinten lang könnte die Straße sogar gehen. Theoretisch. Es ist dann auch nur die Frage, wie führe ich die hier im Alphadorf wieder rein? Führe ich die hinten rum? Ich habe jetzt auch schon wieder völlig den Verlauf vergessen. Ich könnte die eigentlich hier unten am Tempel lang führen. Solche Leute sind so... Hilfe, mag solche Leute echt nicht. Hm. Ja, eben diese um Anerkennung betteln.
So, hier könnte die Straße sich drüber legen. Hier könnte man Brücken machen. Brücken, Viadukte, sowas. Und irgendwo müsste ich die Straße dann ins Dorf einfädeln. Dann könnte ich vielleicht das Monstrum hier mal abreißen. Ich guck gerade mal, weil ich würde ja die Straße auch hier auf 5 Felder Breite dann ins Dorf wandern lassen. Ja, dann könnte man da drüben das Monstrum abreißen und hier die Straße machen. Sehr cool. Ich habe eine Idee. Egon hat einen Plan. Und dann könnte ich vielleicht auch mal über die Straße Schafe nach Betaton führen. Um Gottes Willen, ne? Ich glaube, in der 181 wollte, also Beta 181 wollte ich, glaube schon da drüben Schafe haben. Ich habe ja da drüben gar keine. Ich habe ja nirgendwo Schafe, die ich in das Dorf holen könnte. Hier habe ich übrigens Ebenen, in denen ich die Kampfi-Bibliothek locker hätte bauen können. Schade. Ich hatte ja überlegt, ob ich mal wieder in Alphaville ein Monument baue. Aber ja, nee. Dachte mir so, ja, da oben das Dorf, ne, auf dem kleinen Berg, das will ich jetzt nicht unbedingt extrem krass ausdehnen, weil das auf dem teilweise auch selber aufgeschütteten Berg fand ich ja super schön. Ja, hätte mal ein bisschen drüber nachgedacht. Gut, aber dann kann ich die Straße erstmal weiterziehen. Beziehungsweise wollte die nicht hier über den Ozean ziehen. Kommt man hier hinten lang? Aber so glauben die ja auch, dass hier das Stream abgehoben ist. Hm. Und deine scheiß Schafe runter. Muss zur Arbeit. Hm. Wait. Da ist die Kampfi-Bibliothek. Und da vorne ist entweder Lava oder sind Fackeln von mir. Es ist Lava.